Hallo, ich bin die Chesabel von Fit for Future und ich mache heute mit dir eine schöne Bewegungspause. Los geht's! So, heute fordere ich dich zu einem Challenge heraus und der Challenge ist Kniebeugen. Wie viele Kniebeugen schaffst du in 2 Minuten? Ist dann so gedacht, dass du das übst und einfach dann dir deine Geschwister suchst oder deinen Papa, deine Mama und immer versuchst, jeden Tag besser zu werden. Oder ihr macht eine Wochenchallenge. Wer von euch ist der Beste in der Familie? Oder du nimmst deine Freunde mit dazu, machst eine Freundeschallenge. So, damit du erst weißt, wie die Kniebeuge richtig ausschaut, üben wir erst ein paar Mal die Kniebeuge, bevor wir dann richtig mitzählen. Du brauchst für diese Challenge einen Stuhl und ein Handy. Das Handy legen wir erst noch mal zur Seite. Damit die Kniebeugen auch gut sind und du was davon hast, stell dich bitte hüftbreit hin. Die Füße zeigen eine leichte Außenrotation. Du stehst vor dem Stuhl und jetzt tust du so, als ob du dich hinsetzt. Die Arme gehen nach vorne und wenn du hinten die Sitzfläche mit dem Po spürst, stehst du wieder auf und zwar komplett. Jedes Mal geht der Po bis ganz nach hinten runter und wieder rauf. Wir machen jetzt mal 20 zum Aufwärmen und dann geht's los. Achte darauf, dass du mit den Knien schön nach hinten gehst, dass du die Belastung auf den Fersen spürst. Okay, 20. Okay, jetzt brauchst du deinen Timer. Stell dir den Handy-Timer auf 2 Minuten. Und dann startest du und zählst jede Wiederholung mit. Auf die Plätze, fertig, los! Ganz schön anstrengend. Und das waren die 2 Minuten. So, schreib dir die Zahl auf und morgen schaust du, ob du die gleiche Anzahl schaffst, ob du mehr schaffst und guckst auch, wie es dir einfach geht. Mach dir auch eine Notiz neben dem Tag, neben der Anzahl, ob die dir leicht gefallen sind oder schwer gefallen sind. Ich bin ein bisschen außer Atem, muss mich jetzt erstmal erholen. Tschüss!